Leute, ich heiße euch willkommen zurück zu einem neuen Part von Super Mario Maker Online. Wir spielen ein paar Level aus aller Welt, die man online spielt. Und zwar machen wir mal ein ganz gewagtes Experiment, neue Mitteilungen. Das ist interessant, die schaue ich mir bestimmt später an. Werde ich sowas von nicht machen. Und zwar schauen wir mal durch die Sternrangliste, was da so abgeht. Ob da vielleicht schon was Cooles dabei ist. Ich denke nicht. Sind die ersten drei Plätze wirklich Don't Press Anything? Splatoon? Ich weiß nicht so recht. 34.000 Favoriten? Ey, ich bin gespannt. Das ist, glaube ich, eins der ersten Level. Also, ey, ich glaube, man kann nicht allzu viel erwarten. Aber der Typ, der ist richtig, ja, oh, verdammte Scheiße. Der ist richtig Mario Maker Miiverse Famous. So Miiverse Famous wäre ich auch gern. Gott, kann man eigentlich irgendwie die Miiverse-Kommentare ausschalten? Und ich glaube, das ist Splatoon. Und mein Fress, die Plattform sind ziemlich fancy. Ist das Splatoon? Ich habe Splatoon nicht gespielt, aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich Splatoon ist. Habe ich den falschen Weg gewählt? Oh Gott. Oh Gott. Ich hasse diese Soundeffekte, aber gut. Warum bin ich überhaupt da unten rein? Ja. Geht aus dem Weg, ihr Cheap Cheeps! Ich bin auf der Mission, die Prinzessin zu retten und irgendwas mit Splatoon. Keine Ahnung, this one, okay? Es ist der rechte Fragezeichen-Block. Ich wundere mich. Alter, du bist so ein Arschloch, weißt du das? Der da drüben und dann war es der falsche. Fuck! Da sind viele Leute gestorben. Okay, wisst ihr was? Das Level ist nicht schwer. Pass auf, das Level ist nicht schwer, das machen wir jetzt richtig, okay? Und zwar gehen wir erstmal in die Röhre. Dann sind wir froh darüber, dass wir ein kleiner, dass wir ein Squid-Nose sind und kein Kid mehr. Das ist gut. Man will ja immer ein Squid sein und kein Kid. Das ist ja immer der ewige, das ewige Dilemma, dem sich die Splatoon-Spieler spielen. Sind sie jetzt ein Squid oder ein Kid? Man weiß es nicht. Es ist immer ein Geheimnis, aber wir sind definitiv ein Squid-Kid. Steht ihr? Okay. Nein, ich bin einer von euch. Nein, wieso nicht? Ist ein Spion. Daran habe ich aber so meine Zweifel. Okay. Okay. Was war das? Es ist der Typ, der das Level gemacht hat, irgendeine Internetpersönlichkeit, die man kennen sollte oder so? Ich meine, ich weiß, er hat das Level früh gebaut und so, aber das ist Platz 4? Ich meine, es war an sich ein nettes Level, aber war es dann auch schon. Sonic One Memory. Machen wir das doch mal. Es könnte nett werden. Wir ziehen uns ein paar Chili Dogs rein. Und übrigens, liebe Sonic-Fans, die mich immer kritisieren, dass ich ein ganz schöner, das ist schon der erste Sonic-Kommentar, dass ich immer so blöde Sonic-Witze reiße. Soll ich mal ein bisschen cooler damit sein? Sonic ist das, was es ist. Und Sonic ist ein Franchise, das jede Menge Scheiße gebaut hat. Deswegen kann man sich auch darüber lustig machen. Das ist der Looping, okay. Wow, Trampoline. Springboard. Bouncepad. Bouncepad ist das Wort, das wir suchen. Ja, gut. Das funktioniert nicht so, wie es... Ja. Nee, das hat mir jetzt nicht das Sonic Flair gegeben. Aber der Gedanke dahinter zählt. Genau. Wisst ihr, was ich ziemlich cool finde? Kennt ihr den Twitter- oder Facebook-Account von Sonic the Hedgehog? Das ist der Shit. Wird vom Typen geleitet, der an sich ein Sonic-Fan ist, aber er weiß, dass die Reihe auch Scheiße gebaut hat. Das ist super. Gott, Sonic the Hedgehog, der Twitter-Account, den würde ich euch nur empfehlen. Das ist ein super Typ. Der schreibt eigentlich nur Bullshit. Der ist super. Ach ja. Ach ja. Cool! Sowas von cool, Alter. War jetzt auch nicht so der... War okay, denke ich. War okay. Ein Metroid-Level, ich glaube. Das Metroid-Level, ich glaube, es habe ich schon mal... Sag ich mal, bei dem kleinen Mano, bei dem kleinen im Stream gesehen. Ich glaube, es war ein sehr cooles Level. Zero Suit? Ich bitte dich, wo sind wir hier? Smash Bros? Ich glaube nicht. Ist das mein Warrior Suit? Yeah! Jetzt bin ich bereit, ein paar Goombas zu killen. Oh Gott! Lakito! Du Bullshit-Goomba. Bring mir die Wolke irgendwas? Und ich bin nicht der Erste, der hier gestorben ist. Das war deprimierend. Und warum spawnen die Leute die Pilze nicht direkt auf dem Startpunkt? So könnt ihr immer noch davor wegrennen. Ich meine, ihr wollt doch, dass derjenige mit dem Amiibo da startet. Dann muss man den Pilz auf den Startpunkt klatschen. Der blöde Lakito-Goomba geht mir voll auf den Sack. So, mach mal deinen Schabernack. Lieber
Spiny Kollege. Macht mal alle euren Schabernack. Ich dagegen werde einfach in meiner Wolke unterwegs sein und ein bisschen die Zeit genießen. Ein bisschen chillen. Ups, hey, das ist ein Fahrstuhl. Gott, und dieser Miiverse-Zeug. Wie kann man das ausmachen? Das muss auch irgendwie gehen. Cool, Piranha. Ich kann doch auf den Boden. Diese Piranha-Pflanze. Ah, so viele Goombas. Da hat er recht. Das sind eine Menge Goombas. Meine Fresse, das ist jetzt... Fuck. Wir haben jetzt schon wieder Metroid-Level. Meine Fresse. Ah, die Mario Maker-Community ist ein bisschen besessen von Metroid. AIDS. LOL. Oh Gott. Oh Gott. Können wir mal drüber reden, über Kommentarsektionen? War noch nie eine gute Idee, egal wo. Mario Maker auch nicht. Ja, wollte ich mal in den Raum werfen, danke. Alter, das sind eine Menge Amiibo-Pilze. Woo! Und der Morphball, oder auch nicht. Und? Es war allerdings nicht das Metroid-Level, das ich gemeint habe. Denn dieses Metroid-Level hat teilweise tatsächlich nicht allzu viel mit Metroid zu tun. Ich meine, eigentlich sind die bekannt für dieses Upgrade-Zeug. Ist wahrscheinlich auch wieder ins erste Level. Deswegen so hochgewortet. Kann ich da nicht den Filter auf diese Woche stellen? Da habe ich das Gefühl, dass diese All-Time-besten Level, dass die... Das ist diese Woche. Was? Okay, wenn das die... Okay. Das ist diese Woche? Meine Fresse, das ist eine lange Woche gewesen. Automatik... Oh, komm schon. Zelda! Zelda ist so ein beliebtes Franchise. Da kann auch was Gutes drin sein. Seht ihr den Typ mit seiner Mütze und seinem Bart? Dem vertraue ich alles an. Der haut was Gutes für uns raus. Ha! CDI Zelda. Gut. Dinner. Ich habe keine Ahnung, wann der Dinner sagt. Der gute König, ich habe keine Ahnung. Easy peasy lemon squeezy Doppelpunkt D. Was? Link. Okay. Link. Link. Oh. Easy peasy lemon squeezy. Fuck. Nimm's zurück. Ist ja gut. Ist ja gut. Ich will zu den Münzen, oder? Will ich zu den Münzen? Ich bin mir nicht sicher. Leg mich, Cooper. Oh Gott, er kommt wieder. Die kommen alle wieder. Und jetzt kommt er nicht wieder. Der Trottel. Und. Kommt der wieder? Der kommt wieder. Was für ein uncooler Typ. Oh. Diese Miiverse-Ball. Kann ich nicht. Ah. Zeig sie mir nur auf dem Gamepad an. Ist okay. Ist okay. Ich sehe ja immer noch, dass da Kommentare sind. Ah. Diese Stelle. Ah. Ah, schaffst du es? Schaffst du, Mario? Ja, mach das Triforce. Du hast die Kraft, okay? Merkt ihr das, Mario? Was ist das hier? Hey, ein Stern! Hätte ich Stern nicht mitgenommen, würde ich jetzt sterben. Oh fuck! Was? Ich war zu langsam! Ah. Gut, ich hätte mein gutes Link-Kostüm nicht verlieren sollen. Warum ist da der zweite Block, wenn da nichts drin ist? Ich hätte die Wahl noch zwischen dem Link und dem anderen Link. Ich meine, so ein anderer Link. Steht ja, der Link! Kennt ihr den Link? Das ist ein cooler Typ. Der rettet Prinzessinnen und shit. Alter. Mit seinem Schwert haut dazu. Habt ihr es gesehen? Tja! Krasses Holzschwert hast du am Start, Link. Richtig krasses Holzschwert, Alter. Okay. Nicht verlieren. Dankeschön. So, und hier. Was, wenn ich da ganz rechts runtergehe? Netter Skip! Alter, ich... Oh Gott. Oh Gott. Okay, das war nicht gut durchdacht von mir. War nicht gut durchdacht. So. Aha. Warum ist da ein D? Ist das etwa TLDZ? The Legend of Zelda? Hä? Ist es das? Ja? Weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Also, ich weiß doch auch nicht. Okay, wenn ich es jetzt schaffe, hier schnell durchzukommen. Der Stern kommt hier nicht rüber, oder? Okay, shit. Das war nicht schnell. Das war nicht schnell. Machen wir uns nichts vor. Auf Mario! Ich werde es wieder nicht schaffen. Bullshit! Ah, okay. Okay, wie wir reißen uns zusammen?
frage mich, wie viele Leute auf YouTube dieses Level hier schon gespielt haben. Ich sage 30.000. 30.000 scheint mir plausibel zu sein. Woo! Ja, dann Triforce. Yay, noch ein Triforce. Eine Piranha-Pflanze, leg dich nicht mit mir an, denn ich hab. Finde ich cool, dass er einfach sein Triforce da rausholt. Das ist ein schönes kleines Detail. Finde ich gut. Was hast du vor, du Koopa? Willst du das Triforce? Das Triforce des Mutes. Das habe ich, weil ich mutig bin und nicht, weil ich wie ein Koopa bin. Verstehst du? Mut! Oh Gott. Aber wäre fast schief gegangen. Okay. Ja, wir haben unseren Linky-Link-Link-Anzug noch. Das ist gut, denn wir sind ja der Link-Link, wie ihr wisst. Die guten alten Link-Links. Die waren damals in den 80ern der heiße Scheiß bei den Leuten. Jetzt sind sie Inklings. Wie sich doch die Zeit verändert. Ach ja. Kann man hier eigentlich auch irgendwie schneller durch? Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Oh, das war gut. Das war gut. Da haben wir wertvolle Zeit rausgeholt. Ach, Link! Verdammte Scheiße. Das war echt nicht gut. Also das? Au! Okay, das ist okay. Damit kann ich leben. So, was haben wir hier noch alles Schönes vor uns? Was kommt da raus? Oh Gott, ein Spiny! Lauf, Mario! Gott, der Spiny ist hinter uns her, Mario! Na! Oh. Ich glaube, ich bin runtergefallen. Yay! Denke ich! Ja, doch, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ein Level namens Zelda. Und da war auch auf jeden Fall ein Zelda-Amiibo drin, also... Ja, da waren gewisse Zelda-Elemente vorhanden. Super Meat Bros. Spielen wir das mal. Da wurde mir tatsächlich mal das Video geschickt, weil, wie ihr wisst, habe ich ja mal vor nicht allzu langer Zeit, vor 2-3 Wochen sowas, ein Meat Boy-Level gemacht. Und der Typ da, der von GameXFan ist der Kanal, glaube ich, der hat auch ein Meat Boy-Level gemacht, nur im Vergleich zu meinem. Ist seins schwer. Wie ihr vielleicht gesehen habt. Verdammte Scheiße, wie viele Leute sind da in der Säge gestorben, wie ich gerade eben. Also, wie mache ich das jetzt am besten? Oh Gott. Oh Gott! Ich kann doch die Walljumps nicht in dem Spiel. Ich kann die doch nicht. Okay. Fokus. Fokus ist alles. Wenn wir es schaffen, uns zu fokussieren. Okay. Ah, das wird ein langer Abend, Leute. Das wird ein langer Abend. Wird ein richtig langer Abend für mich. Yes! Okay! Auf! Oh, ich bin der Erste, der so weit links gestorben ist. Das ist deprimierend. Man muss aber sagen, fairweise sagen, dass man schon sehen konnte, was auf einen zukommt. Oh Gott. Okay. Ne! Mmh, schön! Okay, da hätte ich wohl ein bisschen Anlauf nehmen sollen. Oh Gott, Mario. Also bin ich im Stich, Alter, okay? Wir stehen das jetzt gemeinsam durch. Ich habe gesagt, wir stehen das gemeinsam durch. Und ich wäre dir sehr zu Dank verpflichtet, wenn du es schaffen würdest, wenigstens an der ersten Säge vorbeizukommen. Okay. Also an den ersten paar Sägen. Das wär echt cool. Da, komm schon. Die ersten paar Sägen. Mehr verlange ich doch nicht. Okay, okay. Wir versuchen uns wieder zu konzentrieren, Leute. Dann wird das alles, okay? Einfach ein bisschen... Großer Gott, was machst du da, Mario? Yes! Oh, niemand kann mich mehr aufhalten. Oh, klasse. Chain Chomps. Was übrigens... Was? Ich bin der Erste, der daran gestorben ist. Chain Chomps aus der Kanone sind übrigens eine nette Abwandlung von den... Kreissägen, die aus der Kanone geschossen werden im Original. Ist ganz nett. Denke ich. Ich weiß nur, dass ich sterbe gerade die ganze Zeit. Das ist nicht so nett. Niemand kann mich jetzt mehr aufhalten. Habe ich die Leute sagen gehört. Und wisst ihr was? Die Leute haben recht. Niemand kann mich jetzt mehr aufhalten. So ist es halt wirklich. Okay. Okay, das wird unschön. Nein! Es wurde sogar noch unschöner. Okay, okay, okay. Konzentration. Nein! Wie soll man das schaffen?
Gott. Warum mache ich sowas? Komm schon. Ist mir egal, ich will nicht mehr. Blödes Level. Blödes New Super Mario Bros. Ich kann dieses Spiel nicht. Okay. 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 Was haben wir sonst noch alles? Das sieht... Foot Race with Spiny. Okay. Dann machen wir das mal. Dann machen wir mal Logi Logi, was der Spiny alles für ein Racy Racy auf Lager hat. Machen wir Logi Logi. Der Spiny hat... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, der... Der untere Spiny, das ist ein... Ist ja was? Die Idee mag ich. Die Idee mag ich. Die Idee mag ich. Das ist eine schöne Idee. Oh Gott, nein! Mario, du kannst doch nicht gegen den Spiny verlieren. Und da fallen Schilder runter. Die fallen doch manchmal runter. Das ist purer Bullshit. Oh Gott. Mario, lauf, 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 lauf. Wow! Yes! Foot Race für Spiny! Die Runde geht an mich. Yeah! Oh, war das gut. Wundervoll. Ich bin ein bisschen begeistert. Ich glaube, wir spielen jetzt noch ein Level und ich weiß schon, was ich im nächsten Part machen werde. Oh, das wird super. Mal so am Rande. Also, ich glaube, ich komme langsam in den Mario Maker aufnehmen Flow rein. Ich weiß, was ich ungefähr machen kann mit dem Spiel. Das ist gut. Pokémon Battlefield. No, don't press anything. Pokémon Yellow Adventure habe ich mal bei Volume Stream gesehen. Das war... Zelda Song, don't press anything, okay, wisst ihr was? Wenn da ein Lied abgespielt wird, dann bin ich interessiert. Ich bin sehr gespannt, okay, ich bin ruhig. Psst. Ja gut, das Ende war jetzt nicht mehr ganz so musikalisch. Okay, aber wisst ihr was? Das war ein bisschen beeindruckend tatsächlich. Ey, ich bin positiv überrascht, hat jemand eine musikalische Meisterleistung an den Tag gelegt. Das war wirklich cool. Ich meine, hey, ich freue mich schon auch, wenn da Leute richtig aufwendige Lieder machen. Kennt ihr vielleicht ein Level, in dem ein richtig cooles, aufwendiges Lied gespielt wird? Ich wäre interessiert daran, dann könnt ihr mal hier die ID da runter posten. Da wäre ich interessiert dran. Erzählt mir davon. Was ist das? Okay. Schauen wir es uns mal an. Es sieht kurz aus. Kann ich jetzt am Ende vom Part noch reinquetschen oder quatschen? Sucht es euch aus. Oh. Ah, okay. Ich verstehe, was zu tun ist. Okay. Nee, ich verstehe es nicht. Was? Muss ich nicht den Koopa einfach da... Koopa. Okay. Fuck. Mache ich wieder irgendwas falsch, Leute? Geh da rüber. Geh da rüber. Ah, jetzt fliegt er richtig. Oder? Komm schon. Yeah! Okay, wie komme ich jetzt ans Ziel? Muss ich da selber hoch? Entschuldigung, wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Achso, Moment, ich kann da rechts entlang. Okay, alles cool, Leute, ich habe schon verstanden. Schön, okay, ich verstehe schon. Der Moggy ist ja kein Dummkopf, der versteht das schon. War ein Einsatz von Trampolinen, der ausnahmsweise mal durchaus okay war. Ja, war nett. Allerdings ist da mit diesen Koopa-Panzern immer, wenn man den Spieler die Wahl gibt, dass, also die Möglichkeit gibt, dass er die Scheiße selber anfangen muss, dann sieht man, dass der Spieler gerne mal verkackt. Hat man ganz gut gesehen. Abschlussrate 28%, okay, das ist schwach, Mario Maker Community, sehr, sehr schwach. Aber gut, liebe Leute, was wir sonst noch schönes Spiel und was meine Idee für den nächsten Part ist, sehen wir dann im nächsten Part, Mario Maker. Gute Nacht.